damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf MyKuroasete TV. Ich bin Sabine, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Lotus-Folge. Ja, genau, am 10. Oktober sind ganze zwei Maps erschienen, zwei weitere Anspiel-Maps, die wir uns anschauen wollen. Heute geht es um die Karte Finkenburg, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, Finkenburg. Diese ist, wie gesagt, am 10. Oktober 2018 erschienen und das Ganze wurde gebaut oder erstellt, ja, kann man so sagen, Gebhard Philipp. Ja, vielen, vielen Dank erstmal dafür, dass du sie hochgeladen hast auf Steam Workshop. Ist natürlich komplett kostenlos, ihr könnt sie natürlich kostenlos runterladen. Ihr braucht nur Lotus und zwei extra Add-ons, hier einmal die Haltestellenobjekte und einmal die Street Objects. Wenn ihr diese habt, dann könnt ihr natürlich diese Karte hier schon vollends testen. Die Karte befindet sich aktuell in der Version 0.05 und beinhaltet insgesamt 5 Haltestellen zwischen 2 Wendeschleifen und er baut nach und nach auf jeden Fall weiter, so steht's geschrieben bei Steam. Und deswegen würde ich sagen, wir wollen uns das Ganze doch heute mal ein wenig genauer anschauen. Deswegen die berüchtigte F4-Kamera. Spawnen wir raus und Sie sehen halt schon mal, ne, das, ja, Oberleitung ist aber schon drin, sehe ich, das ist sehr gut. Genau, dann wollen wir mal weiter hier gehen und wollen uns hier einfach mal so ein bisschen rauszoomen. Oh ja, die ist aber schon relativ groß dafür. Okay, ja, was sehen wir hier? Wir sehen jetzt hier erstmal, ja, schade ist halt wirklich nur dieses Blinds gesetzt hier. Das sind halt wirklich nur dieses Blind-Gebäude. Überall eigentlich. Okay. Das ist putzig gemacht hier. Das finde ich cool. Die sieht sehr putzig aus. Ja, hier diese Fehler dürft ihr wieder, die oder die hier zum Beispiel, die dürft ihr leider nicht, ist Early Access. anders kann man es wirklich nicht sagen, ist Early Access. Wie gesagt, ist auf meiner Karte genauso. Da bin ich jetzt gerade am Versuchen, diese zu verbessern, diese Fehler, aber ja, ihr wisst ja selbst, wie das ist. Schöner großer Vorplatz, also ist nicht alles so eng gebaut. Wie gesagt, also sollte der Mapper sich das anschauen, vielleicht nicht ganz so viel davon, weil das sieht man doch dann irgendwo. Sonst, wie gesagt, überall schöne Oberleitungen, das finde ich gut. Hier versucht er auch schon das erste Mal mit Straßenmarkierung zu arbeiten. Das ist auch sehr cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine fiktive Karte ist oder ob das nach realem Vorbild ist. Also die Streckenführung. Aber ich glaube, das war fiktiv, ne? Genau, fiktiv. Hups. Steht hier dahinter, okay. So, dann haben wir. Das ist echt lang hier. Das ist ja schon mal was. Ja, hier, genau. Ich weiß halt nicht, wie diese Fehler entstehen. Das sind irgendwelche Splines-Berechnungsfehler irgendwie. Dadurch, das sieht man auch, das sind diese Raster. Als ob der das halt dann nicht richtig nachlädt. Also dafür kann der Mapper jetzt nichts. Das ist halt wirklich noch ein Berechnungsfehler von Lotus. Deswegen darf man das halt noch nicht mit. Guck mal, hier baut hier schon einen Kreisverkehr. Auch nicht schlecht. Obwohl sie halt ein bisschen sehr schmal aussieht, dafür, dass hier auch mal eventuell mal ein Bus langfahren könnte. Na gut, ist ja alles noch probehalber hier, ne? Das ist ja alles nichts Festes und so. Also hier haben wir auf jeden Fall die Schleife drin, wo wir dann halt praktisch wieder zurückfahren können. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne lange Strecke. Da ist Baustelle. Irgendwie machen wir das alle gleich, oder? Ich setze bei mir auch da so eine Baustellenschilder hin, damit man erstmal sieht, dass man da nicht weiterfahren kann. Ja, na gut. Hier würde ich noch empfehlen, hier irgendwo noch eine Textur reinzuballern und das nicht so zu lassen, wie es jetzt hier ist. Dann vielleicht das normale Grün setzen oder sowas, so Wiesengrün. Ja, na gut. Dann wollen wir mal anfangen. Ja, jetzt. Genau, okay. So, rüsten wir mal auf hier und fahren das Ganze mal ab. Und schauen uns das doch mal an. Bing! Und ja, schön auch hier, wie gesagt, Pausenplatz, zwei Gleise nebeneinander, dass man hier auch einen zweiten Zug abstellen kann. Mag ich sehr.
So, mal denn. Los geht's. Ah, ich finde das immer schön, wenn ich dann immer neue Sachen zeigen darf. Überlappen sich die Texturen. Dadurch siehst du sie jetzt nicht. Das ist auch direkt eine Haltestelle. Aber wir sind auf jeden Fall richtig. Das ist ja komisch. Das kenne ich jetzt vom... Achso, guck mal hier. Geht das da auch noch weiter? Nee. Also müssen wir jetzt nach rechts rum. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob man die sowieso stellen kann. Okay. Ja, überlappt sich das da alles ein bisschen von den Texturen her. Finkenburg. Auch ein interessanter Name auf jeden Fall. Doppeltraktion kriegst du hier nicht rein, aber wird wahrscheinlich bei vielen nicht gehen. So eine lange Haltestellen brauchst du ja eigentlich in der Regel ja nicht, dass das dann halt funktioniert. Und von daher absolut in Ordnung. So. Machen wir wieder ein Bild für YouTube. Das ist, wie gesagt, die Map Finkenburg. Wie gesagt, wenn ihr sie selber testen möchtet, dann könnt ihr dies tun. Dann könnt ihr diese selber testen. Ich kritisiere die Karte nicht, um Gottes Willen, aber so kleine Verbesserungsvorschläge. Kann ja mal sein, dass so der Erbauer hier vielleicht das Video sieht und dadurch halt sich ein bisschen, vielleicht noch so ein bisschen Information holen kann. Wie gesagt, wir befinden uns hier in der Version 0.05. Selbstverständlich, dass da ja noch relativ viel fehlt. Also, ist klar. Ich finde aber, der Ansatz der Map ist schon mal großartig, weil sie halt schön doch relativ lang ist. Ja, das ist halt nicht so, du fährst 5 Minuten, dann ist die Strecke zu Ende. Sondern du bist schon ein bisschen länger unterwegs und das finde ich halt ziemlich interessant auf jeden Fall. Schön breit auch alles. Also könnte sich das gut vorstellen, dass
Ich dachte, das wirklich existiert. Obwohl ich mir schwer vorstelle, diese ganzen Plätze hier irgendwie Dekoration zu schenken. Weil so breite Gehwege wären sehr unrealistisch. Also da bin ich mal gespannt, was er da zaubert. Bei diesen ganzen Vorplätzen. Nordsee. So, sind wir runter vom, ja, sind runter von der Weiche. Ist immer interessant so zu sehen, ne, wie die Leute hier so bauen. Weil wie gesagt, ich zum Beispiel hole mir davon immer so ein paar Ideen immer noch, was man so machen könnte. Und das finde ich dann halt immer massiv interessant. Ja, wie bauen die anderen so? Klar gibt es ja halt schon relativ viele, die jetzt schon auf kostenpflichtig bauen, was ich sehr löblich finde dafür, dass Lotus noch nicht mehr fertig ist und einfach noch alles fehlt, wie Fahrpläne, KI-Verkehr, aber sowas dauert ja auch seine eine Dauer, halt auch ein paar Monate, bis du hier was Gescheites hier auf die Beine stellst. Ich meine, ich bin jetzt bei irgendwas mit 50 Stunden angekommen im Editor und habe vielleicht jetzt auch gerade mal eine Strecke voll modelliert halt, ja, mit gerade mal 5 Haltestellen. Und das ist natürlich schon ein hartes Stück. Also du bist hier schon ein bisschen dabei, wenn du das natürlich dann richtig gut machen möchtest. Und deswegen, also wenn diese gerade jetzt hier noch richtig schön ausmodelliert wird und alles sowas. Also ich hoffe, dass der Mapper auf jeden Fall weitermacht. Weil das könnte doch eine putzige Karte werden. Die Haltestelle übersehen. Da haben wir die Haltestelle übersehen. Lass mal gucken, dass wir jetzt nach links kommen. Siehst du mal. Ja, ich finde sie ganz nett. Muss ich sagen. Hat eine schöne Linienführung.
Hat eine sehr schöne Linienführung. Ist relativ lang. Dafür, dass sie halt nur 5 Haltestellen bietet, finde ich das auch sehr gut. Sagt, jetzt müsst ihr euch das halt vorstellen, wie das denn nachher hier richtig belebt ist. Fahrzeuge hier langfahren. Menschen dastehen, ihren Fahrplan einhalten müsst und die ganzen Signale funktionieren und Ampeln und also das wird schon alles sehr großartig. Also in Lotus allgemein jetzt. Und deswegen freue ich mich, dass halt viele schon relativ echt früh anfangen mit eigenen Karten bauen, damit wir dann halt zum Release dann haufenweise wunderschöne Karten denn haben. Ich hoffe, dass sie dann auch bis dato, wo wir fertig sind. Man muss ja halt selber mal abwarten, ne? Wie weit kommt Lotus jetzt mit seinen ganzen Futures so um die Ecke. Könnte noch mal ein bisschen was dauern. Wie gesagt, Release soll ja 2019 sein, soll angestrebt sein. Bin mal gespannt. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wie gesagt, wird es richtig, richtig viele Karten womöglich geben. Bin zum Beispiel auch gespannt, ob es so ein Fehlersystem denn geben wird, zum Beispiel, dass du halt nicht zu schnell halt in die Kurven reinballerst. Die Leute denn da durch die Gegend fliegen hinten. So. Und dann fahren wir das ganze Stück jetzt, wie gesagt, wieder bis zum Endhaltepunkt. Finkenburg, wie gesagt, komplett kostenlos, könnt ihr euch runterladen. Auf Steam Workshop, wie gesagt, ich glaube, es kam letztes Mal sogar eine Frage im Livestream, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wie man diese Karten installiert. Also eigentlich ganz einfach, wenn ihr auf Abonnieren drückt und euch fehlen irgendwelche Zusatz-Downloads, dann werdet ihr nochmal direkt informiert, welche Zusatz-Downloads ihr noch braucht. Die solltet ihr runterladen, sonst wird euch die Karte eventuell nicht mal angezeigt, ja, bei Lotus. Ach guck mal, ja, da, hier probiert er das erste Mal mit so einer Schräge. Das hätte ich auch noch gerne drin. Wie gesagt, hier ist ein Problem mit dem Polygon, mit dem Straßenpolygon, schnell behoben. Das hätte ich ja auch noch gern. So, warum muss ich die zweite gleich? Ah, okay. Ah, ich verstehe, ich verstehe. So, und die könnt ihr gerne... Eure Meinung zu der Karte gerne in die Kommentare schreiben, würde ich mich freuen, Bruder. Und ja, wenn euch die Karte gefällt, lasst ein Like da, damit wir dem Mapper anspornen, unbedingt weiterzubauen. Weil es gibt nichts Besseres als positives Feedback. Ja, deswegen unbedingt schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr schreibfaul seid, dann gebt mindestens den Daumen nach oben. Und ja, vielleicht können wir ja dann den Philipp überzeugen, hier unbedingt weiterzubauen. Denn, wie gesagt, von allen Karten, die bis jetzt hatten, also ich fand die erste ganz nice. Die war auch, weiß jetzt nicht, wie die hieß. Ich glaube, das war die Testmap V2. Ne? Neustadt war auch okay. Und diese hier ist auch sehr, sehr, weil sie halt so relativ lang ist. Somit sind wir an unserem Startzielpunkt angekommen. Das soll es dann erstmal schon gewesen sein von der Karte. Wie gesagt, wir hoffen auf weitere tolle Updates. Ich muss sowieso mal gucken, wie ich das zukünftig handhaben werde. Karten, die wir bereits gespielt haben, wie wir sie denn nochmal zeigen können. Denn sie werden natürlich meistens immer wöchentlich, täglich sogar, werden sie geupdatet. Also ich sehe halt immer nur, dass irgendwelche Updates im Steam Workshop stattfinden. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das zukünftig zeigen soll.
in irgendeinem bestimmten Zeitrahmen oder irgendwie sowas. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, dann lasst mich das mal wissen. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, soll ich jetzt jedes Mal, wenn ich die Karte spiele, jetzt aufnehmen oder soll ich sie erst vorab erstmal selber spielen und dann gucken, ob es sich lohnt, halt aufzunehmen. Etc. pp. Also es geht nur um die Update-Strecken, ja, wenn jetzt zum Beispiel neue Updates rausgekommen sind. Darum geht's jetzt halt. Guck mal, ich finde hier in so einer Art Altstadt hier auch noch ein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Finde ich sehr gut. Alles ein bisschen zu heftig in die Weiche. Wenn du von dem Knick schon hier reinfährst. Ja, wie gesagt, ihr könnt eure Meinung sagen, würden wir uns freuen. Und das war's, wie gesagt, erstmal von dieser hübschen Karte hier. Und hoffen natürlich, dass wir weitere tolle Karten A bekommen und dass wir B, dass der Philipp hier ordentlich weiter tüftelt, baut und alles schön modelliert, damit wir hier eine weitere schöne Karte in Lotus vermerken dürfen. Damit verabschiede ich mich, sage Dankeschön wieder fürs Zuschauen, ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal.